Herzlich willkommen zurück. In der Karibik des 17., 18. Jahrhunderts. Ausgehend 17., Anfang 18. Jahrhundert. Das ist Christopher Raven. Jener junge Mann hier. Pirat auf einem Rachefeldzug. Und stehen vor dieser Kneipe und wollen uns jetzt hier endlich mal schauen, wie es hier aussieht. Blick's nicht ganz. War ich hier schon mal drinne? Nee, hier war ich noch nicht drinne. Was? Eisfischen in der Karibik? Junge, hör mit dem Rum auf, der setzt das Gehirn in Stücke. Vor allen Dingen bei dir. Das sieht aber gut aus. Warum kann ich hier nichts nehmen? So ein schöner kleiner Braten hier. Könnt ihr mir nach dem Gefecht mit diesem Arsch da hinten, Quatsch, doch im Wald helfen? Was darf es sein? Was darf es sein? Gib mir einen Rum. Gib mir einen Rum. Das macht 5 Reales. Ja, gucken wir mal ab, Offizier hier. Den hatten wir doch schon, den ersten. Ich brauche keinen ersten Offizier. Sag mal, den hatte ich doch schon mal angeheuert, oder? Fand ich schon, das ist auf alle Fälle ein Vorteil. Ja, das ist auf alle Fälle auch. Den mache ich. Aber ich bin der. Ich hätte den schon mal angeheuert. Den Typen. Wir handeln, habe ich gesehen. Ich kann auf keinen Fall mit dem Zeug handeln, was ich will. Jetzt mal gucken, ob jetzt hier mein Offizier, ob der jetzt wirklich. Oder muss ich dazu Donnerwetter erst rausschmeißen? Ich hab mal keinen Plan. Wie kommen wir denn da hoch? Wie kommt man denn hier hoch? Muss da irgendeine Treppe nach oben geben? Das gibt's doch nicht. Was ist hier? Na also, da ist doch eine Treppe nach oben. Ach, obwohl ich bin mir nicht so sicher, ob ich hier schon nicht doch schon mal war. Meiner hat mich doch schon mal geärgert hier über den. Gehst du jetzt weg? Ja. Oi, ihr da drüben. Kommt mal her, Sir. Oho, ein Quiz. Was ist los? Mein Name ist Gunnbjörn Annarsson. Ich bin der Nachfahre der stolzen Wikinger. Wart ihr schon mal in Island? Ich bin von dort aus hierher gereist. Nein, war ich nicht. Es ist nur eine sehr kleine Insel nördlich von England. Meine Vorfahren waren ein Volk von Seefahrern, die alle 7 Weltmeere bereist haben. Selbst hier in Westindien sind sie gewesen. Darum bin ich hier. Ich suche nach Spuren ihrer Fahrten. Ja, was wollen wir jetzt, Waljagen oder wie? Ich bin ein hervorragender Navigator. Meine Fähigkeiten wurden mir bereits in die Wiege gelegt. Ja, vielleicht die suche ich. Sucht ihr jemanden wie mich für eure Mannschaft? Ja, sie, sofort anheuern. Ja, natürlich. Ich würde diese Wikinger-Tricks gern mal sehen. Das freut mich. Ich werde mich gleich zum Schiff begeben. Jawohl, jetzt sind wir doch vollständig. Offizier anheuern, ergreiflich Offizier anheuern. Und alles grün, kann nichts Rotes. Komm her, das hat jemand. Ist nicht das, was man einen typischen Piraten nennen würde. Vor allem das Bild und das ist na gut, egal. Zum Beispiel geht es eben nicht um die Beute. Was? Geht eben nicht um die Beute? Das ist auch für mich Vorteil. Vielmehr ist er ein leidenschaftlicher Seefahrer wie seine isländischen Vorfahren, die auch schon untalentierte Navigatoren gewesen sind, wenn man seinen Worten Glauben schenken möchte. Tatsache ist, mit seinen scharfen Augen kann er frühzeitig Felsen unter der Wasseroberfläche oder vor gegnerischen Schiffen warnen. Und vor allen Dingen seine. Wikinger helfen ihm instinktiv, die schnellste Route und die perfekt finden und die perfektesten Wendemanöver hinzulegen. Ja, den nehme ich, klar. Herbei mit dir! Und nochmal mit dir reden? Nee, komm mal. Sie! Ja, das hat sich ja doch mal gelohnt, hier oben hochzukommen. War ich ja doch noch nicht.
Und den habe ich nicht gesehen. Na, Jungs. Und bei euch? Alles locker im Schritt. So, ja, kommt dann auf. Mach dich ab. Nee, können wir nicht mehr reden. So, du gehst beiseite. Ja, ich stolper wieder über einen kleinen Schemel. Sehr schön, sehr schön. Damit hätten wir mal unsere Mannschaft komplettiert. Und feindliche Schiffe früher ist immer von wahnsinnigen Vorteil. Wanted. Hau ab! Weg mit dir! Versoffene Schwein! Wanted. Der zieht echt einen Degen. Machen wir erstmal F5. So, noch jemand ohne Fahrkarte? 100 Reales ist auch okay. Da hat der echt gegen mich 5 Reales. Blöde Sau. Hat er echt in den gezogen? Ah, jetzt kann er erst mal für längere Zeit schlafen gehen. So, das war ja schon mal very, very schön. Aha, meine Freunde auf Tour. Dann können wir mal schauen. Ich brauche jetzt noch mal einen normalen Händler. Verkäufer. Händler. Schiffsbauer. Obwohl, der Schiffsbauer, weiß ich nicht, könnte ich den anderen gebrauchen? Geh weg. Einen normalen Händler bräuchte ich noch einmal. Weil ich habe gar keine... nix... Nachtwächter. Ich will ganz gerne dieses hackelige Schwert verballern. So, mein Freund, komm. Hier gibt es etwas für jeden Geschmack. Ja, dann mal her mit einer rothaarigen Drallen. 29. Zwischen 25 und 29. Da. Weg mit den Ringzeugs. Was soll ich jetzt mal? Ein Vogel alles zusammen klemmt. Aber die Juwelen ist echt ein Scherz, oder? Aztekenschatz. Kreuz. Kreuz. Nee, mein Reales sollst du jetzt nicht nehmen. Ja, was haben wir denn noch? Das sind die Wurfmesser, die brauche ich auch. 400 Reales. Ja, hinweg damit. Haben wir alles. 1300 haben wir wieder. Sollten wir eventuell mal schauen, was haben wir denn an Proviant? Aber der Schiffsstatus. Schiffsstatus. Das sieht alles gut aus. Wo ist denn hier Proviant? Verpflegung. Ja, Verpflegung haben wir nicht viel. Verpflegung haben wir nicht viel. Das konnten wir doch aber kaufen. Beim Schiffsbauer. Müssen wir mal sehen, wie wir nochmal zum Schiffsbauer kommen. Ja, das hier so ein bisschen verwinkelt. So. Der sieht zwar nicht nach 100 Reales aus, irgendwie, aber naja. Sein Trill wird er damit allemal verdienen. Ein Ohrring. 8 Reales oder sowas. Oder sowas. So, war hier nicht der Freund. Da sitzt er doch. Ich sehe schon. Nein, muss es nicht, aber ich brauche Proviant für meine elendige Proviant hier. Ah, Quatsch, kaufen. Für meine Männer, für meine ewig hungrigen 603, das dürfte reichen, oder? Was habe ich denn hier? Ja, das ist in Ordnung. Wir müssen da irgendwann mal die Cannabis verhökern. Wir müssen unbedingt den Cannabis verkloppen irgendwo. Kann halt sein, dass keiner Shit rauchen will. Was sind das für Piraten hier? Ja. Welche ohne GPS? Och, jetzt laufe ich wieder hier irgendwo.
Über die Dächer, oder was? Ja, dann müssen wir halt so runter. Haben jetzt keine Zeit zu diskutieren. Nee. Und dann müssen wir mal schauen, was gibt denn eigentlich das Menü? So, Quests haben wir immer noch, Kapitel 4, bla, an Afrika reisen, was war das denn? Ach ja, das war das, ja, auf der Karte. Wo ist, auf meiner Karte ist überhaupt nichts eingetragen, das ist doch alles im Wagen. Der Gärtner. Ach, das hat man doch alles schneller abgegangen. Ja, der ist inzwischen schon mal schwer tot. Ja, die Hochzeit haben wir auch noch. Den Tee haben wir schon, Seide und Tabak fehlen irgendwie noch. Seide und Tabak, Seide und Tabak, Seide und Tabak, Seide und Tabak. Ja. Wo sind wir? Da. Rum und Baumwolle. Hier könnten wir zum Beispiel den... Auf Redonda könnte man den Cannabis verballern. Was hatten wir denn noch so viel? Hatten wir noch irgendwas viel? Kakao haben wir noch viel. Und Rum. 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 Kakao haben wir auch noch 17 Mal. Mir aufgefallen. Rum und Kakao. Rum und Kakao. Rum und Kakao. Wer mag denn Rum? Was ist überhaupt? Da kommt wieder. Rum und Kakao. Rum und Kakao. Aves Islands, da waren wir doch schon mal auch. Lecker. Also das ist, wenn es überhaupt das hier ist, dieses Kennington-Hafen, ist das das hier. Aber wir wollen ja endlich mal nach Port Royal. So. Speichern wir mal, versuchen wir mal, ob wir jetzt... Achso, erst einmal meine neue Crew. Yay! So. Chef Kanonier. Lady Kanonier. Das Chef Kanonier kann man aber austauschen. Der Schifffahrt, ah, das ist okay. Zimmermann. Jo! Crew ist voll und zufrieden. Dann würde ich mal sagen, wir starten mal um in den Piratenhafen vor dem Herrn zu kommen. Nach Port Royal. Hisst die Segel! Ei, ei, Captain! Feuer links! Ich sagte Larum! Sie schlägt ein! Legt eure lahmen Ärsche! So, mit mittlerer, ja, ja, Frontkanonen brauchen wir nicht. Ich hab überhaupt gar keine Dings mehr! Wiedersehen! Dankeschön! Wir hätten vielleicht mal in Munition investieren sollen. Ah, scheiße. Ja. Sag doch einer was. Wir haben ja überhaupt gar keine... Ich hoffe mal nicht, dass der Schoner... 27, 1, ja. Dass die Schoner machen aber anscheinend freiwilligen Abgang. Ah, lecko mir, ich muss... unbedingt sehen, dass wir nach Royal kommen. Ah, scheiße. Wir sind da bei dem Heinz und kaufen nicht irgendein... wo haben wir denn das ganze Zeug verballert? Scheiße aber auch. Was, wenn du gegen den Wind segelst, wird das Schiff wesentlich schneller? Eigentlich normalerweise am Schiff wesentlich schneller, wenn ich mit dem Wind segel. So. An Bord gehen eigentlich nicht. An Bord gehen. Automatische Speicherung. So, jetzt sind wir an Port Royal. Das war überhaupt die
Wie sieht das aus? Die Piratensiedlung vor dem Herrn, bis sie, glaube ich, im Jahr 1692 von einem Erb gehört, dass Gotzen ein Kriegsschiff geentert hat. Hm? Heilige Makrele, das glaube ich nicht. Das Schiff soll ganz schön was abgekriegt haben. Jetzt versucht er es zu verkaufen. Aha. Er soll auch eine Menge Ladung erbeutet haben. Eine ganze Kiste voll Gold. Ich habe Skotzen in der Taverne gesehen. Hat gesoffen wie ein Tier. Tja. Wie erinnert mich Premiere, Bundesliga-Schaltung, Samstagnachmittag. Skotzen! Sollte uns aber, wenn das Ding, also das sieht ja fürchterlich aus. Das ist ja irgendwie, irgendwie leicht kaputt. Da. Wegelchen, wir brauchen mal irgendwie 20.000 Reales. Ich sagte 20.000, du dämlicher Rabe. Das soll das Kriegsschiff sein, was er erbeutet hat. Das ist ein Wrack, Leute. Sag mal, was ist denn da? Also, sag mal, was sehe ich denn da? Hallo? Die Mutti pinkelt nach vorne? Wie heißen die? Ladyboys? Die gab's schon im 17. Jahrhundert? Alle Achtung, Mädchen. Was hast du's drauf? Der hat mich jetzt völlig aus der Ruhe gebracht, der Konzentration und sonstigen. Was haben wir denn hier? Ich hoffe, du bist der Segelmacher. Ja, es kommt drauf an. Nee, du bist der Händler, aber ist mal gucken, was kann ich denn jetzt? Ja, ich muss verkaufen hier. Es hilft ja nichts. Kaffee, Kakao. Er hat Seide. Aber ich habe kein Geld. Zucker ist er voll. Tee zahlt er viel. Ist egal, ich muss jetzt den Tee verkloppen. Hilft nichts. Tee muss ich mir zusammenraubern. Oh, der Cannabis ist gut. Hier, da können wir mal den ganzen Cannabis verballern. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weg mit dem Zeug. Wir brauchen Kanonenkugeln. So. Rum verkloppen wir auch. Da hätten wir uns nämlich eben einen der Schoner greifen können und mal ein bisschen aufmischen. Aber hilft nichts. Naja, da kriegen wir schon ein bisschen Kanonen zusammen. Kakao. Nee, das ist zu wenig. So, Transaktion bestätigen. CC. Danke, danke. Wo ist der Segel? Bastard hier. Sehe ich aus, als wenn ich irgendwie ein Mensch wäre, der Almosen verteilt, du Pfeife. Geh arbeiten. Angefangen. So. Er hat angefangen. Aber es sieht schon gar nicht so schlecht aus. Wollen wir mal einen Blick auf die Karte riskieren. Wo sind wir denn? Tierhändler, Agent. Oh. Oh, Quest. Da ist das Kotzen. Immerhin sieht es ja fast aus, als wenn wir jetzt zwei Quests abgreifen könnten. Da. So. Was haben wir hier? Du verkaufst I-Gott-Vitamin. Aber das sieht gut aus. Na, ich hoffe, ja, das ist nur Regen, Regenwasser. Ich dachte, das wäre ein Fliegen. Da habe ich nämlich immer so ein großes Sandwich da, schneide da oben, wo das Messer drin ist, die Hälfte, und dann auf dem Brot, und dann ist gut, nehme ich mit.
nehme ich somit am Hafen und keinen Segelheinzel. Kein Segelheinzel. Wer bist du? Agent? Agent? Achso, ich lasse mich wieder ablenken, ich weiß. Huckuck. Hallo. Sie guckt nicht runter. So, was hast du? Das ist alles, was das Herz begehrt. Ach. Ja, überteuerte Pistolen, 1500 Reales, ja. Schaden 1800, die kannst du an die Tonne schmeißen. Schaden 1800, habe ich selbst einen Dreck. Habe ich selbst so einen Dreck. Schaden 2000. Nee, wenn wir uns das schon ein bisschen mehr Bumm machen. 16, ich muss unbedingt noch ein Level hoch, da kann ich wenigstens mal hier das Ding, das Schwert hier. Schaden 950, der knallert dann ein bisschen mehr. Level 17. Level 13, Schaden 950. Level 17, Schaden 900. Das war ja. Ja, den brauche ich nicht, habe ich schon. So, sieh. Ach so, warte mal, hier hast du noch einen Ring, den kannst du haben. Zwei Ohrringe, die kannst du auch haben. Mein Geld kannst du nicht haben. Ja. Können wir nicht machen. Haben wir nichts. So. Ich suche immer noch den Hafenheimer. So, top dich mal hier aus, kleine Krähe, kleine Mistkrähe. Das ist jetzt aber nicht der Hafenmeister, nee, das ist der Händler, wo ich eben war, ja. Krämer. Ja, die Agent, das habe ich auch noch nicht sogar. Das müssen wir mal gucken. So, was haben wir hier? So ein Rotrock rumstehen. Auch kein Hafenmeister. Wie ist denn hier euer Hafenmeister? Ist das das Kriegsschiff? Das sieht zumindest mal ein bisschen besser aus. Schöner Dreimaster. Ah, wenn die Kriegsgaleone schott ihre 20.000 kosten soll, dann möchte ich gar nicht wissen, was. Da kommt er nicht hin. Kann das sein, dass du da nicht drankommst, weil die alle irgendwo hier drunter stehen? Irgendwie bringt er nichts bei, der Vogel. Oder hast du gerade Siesta, verdammte Krähe? So. Ja, aber wollte ich nochmal bei diesem Agent. Wo soll das sein? Hier unten? Ach ja, dieses kleine Stückchen kommen wir nicht hoch. Wir können auch nicht springen, doch. Agent, hier unten der Agent irgendwo. Da steht was. Agentiges, jawohl. Das wollen wir lieber nicht vertiefen. Ja, läuft es nicht so gut in letzter Zeit? Das wollen wir lieber nicht vertiefen. Ich frage mich, wozu diese Agenten gut sind. Keine Ahnung. Ich kann mit ihm auf alle Fälle nichts anstellen. Ich könnte ihn jetzt killen, aber vielleicht brauche ich ihn nochmal für irgendeinen dämlichen Quest. Und dann habe ich ihn abgemanscht und das wäre natürlich extrem ungünstig. Hi! My name is Christopher. Ich habe heute Morgen sogar gebadet. Ja. Hättest du vielleicht einmal 20 Minuten Zeit auf einen kleinen Plausch? Ich könnte dir meine abgeschlagene Köpfesammlung zeigen. Ach, was hätte man hier draus machen können? Auch sie will nicht mit mir reden. Ist zwar ein Schwarzhaariger, aber was soll in der Not bums der Teufel fliegen? Aber okay, hören wir mal auf mit dem Rumgealbere. Rumgealbere.
So, blond, schwarz-blond, wo ist die Rothaarige? Wo ist die Rothaarige? Auch schwarz. Naja, hier sind natürlich viele Senioritas oder irgendwelche Damen. Ja, ich sehe das durchaus. Aber drei ist zu viel. Mädels, drei ist zu viel und zu teuer. Aber egal, wir machen dann erst beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut, bye bye und ciao! So, jetzt sind wir ja gerade nochmal nach Port Royal gekommen und haben dann festgestellt, was sind die eigentlich für ein Scheißkapitän, dass wir überhaupt keine Munition mehr haben, alles schon verballert, aber wenigstens haben wir jetzt Zeug verkauft und müssen uns mal umschauen, haben schon mal mitbekommen, hier können wir anscheinend ein Linienschiff kaufen, obwohl ich möchte gar nicht wissen, was das kostet, wenn die Kriegsgaleone schon 20.000 Reales kosten soll. Aber egal, werden wir noch erfahren. Aber zuerst, wir müssen dringend hier den Schiffsmeister, den Segelmacher oder sonst wie finden. Wir brauchen erstmal Munition. Und wenn wir uns dann hier umgeschaut haben, müssten wir eigentlich mal ganz quer rüber über die Karibik und uns drüben auf der Insel dann auch mal umschauen. Die fehlt uns auch noch. Und ich glaube, dann haben wir fast alle Punkte abgegrast. Aber egal, das werden wir dann in der nächsten Folge erstmal in Angriff nehmen. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.